Landung gelungen. Rund 6 Monate waren sie an Bord der chinesischen Raumstation Tiangong, übersetzt Himmelspalast. Nun sind die 3 chinesischen Raumfahrer wieder zurück auf der Erde. Ihre Raumkapsel landete am frühen Sonntagmorgen Ortszeit in der inneren Mongolei, in der Wüste Gobi. Nachdem am Dienstag eine neue 3-köpfige Besatzung zur Raumstation geflogen war, konnte die chinesische Crew abgelöst werden. Damit wurde der erste Besatzungswechsel seit der vollständigen Inbetriebnahme der chinesischen Raumstation Anfang des Jahres abgeschlossen. Die Raumstation Tiangong soll offiziellen Angaben zufolge für eine Lebensdauer von mindestens 10 Jahren ausgelegt sein.